willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, liebe Leute. Man freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr schon am Thumbnail und am Titel erkannt habt, an die Verdansk-OGs, die damals Verdansk gespielt haben, als die Cold War-Integration dazu kam. Für mich die beste Warzone-End-Set gewesen. Klar, Rebirth war auch geil, aber Verdansk-Cold War-Integration war ein heftiger Grind. Wer sich an die Zeit erinnert, kennt auch bestimmt die DMR14. Und ja, was soll ich sagen, Freunde? Die DMR14 ist zurück in Warzone 2.0. Mit dem Mid-Season-Update, mit dem Season 2 Reloaded-Update kam eine neue DMR dazu. Ich habe das Ganze on-stream erspielt. Die DMR freigespielt, man muss 25 Doppelabschüsse mit einer DMR machen oder man extrahiert die Waffe in DMZ, das Ganze kann man auch so machen. Ich hatte keinen Bock auf DMZ, deswegen bin ich ein bisschen in Multiplayer gegangen, habe auch ein bisschen die neue Map gespielt und hab die neue DMR freigespielt, sie dann gelevelt. Wir haben dann eine Banger-Runde rausgekommen mit ihr, wir haben zwar keinen Win geholt, aber das ist jetzt ASAP sozusagen, der Loader soll schnell kommen, das Gameplay soll schnell kommen, deswegen nehme ich das Gameplay, um euch die neue DMR zu zeigen. Die DMR ist insane stark, teilweise zeigt sie nicht mal einen Shieldbreak an. Das bedeutet, du schießt auf den Gegner und er hat auf einmal weißes Leben. Also das Spiel kommt nicht mal mit. Das Shieldbreak-Symbol wird nicht mal angezeigt, wie stark die Waffe manchmal ist. Man muss echt auch gut treffen. Ist nicht so, dass die Waffe total skilllos ist. Man muss schon aimen, man muss gut triggern. Man muss schon auch ein bisschen was drauf haben, um mit der Waffe zu rasieren. Nichtsdestotrotz, gönnt euch das Gameplay. Gönnt euch auch sehr gerne den Loadout. Den Loadout gibt es am Ende. Wirklich broken, die Waffe. Vielleicht auch Meta, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sieht stark danach aus, als würde die Waffe viel zu stark sein. Deswegen checkt den Loadout am Ende ab. Schaut sehr gerne bei Twitch vorbei. Ich streame fast jeden Tag live auf Twitch. Der Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut das sehr gerne vorbei. Dankeschön für 40.000 Abonnenten, meine lieben Leute. Wirklich, ich küsse eure Herzen. Dankeschön für den Big Support. Als ich mit YouTube und Twitch angefangen habe, hätte ich nie im Leben erwartet, dass ich mal irgendwann hier bin. Danke euch von Herzen für den ganzen Support. Weiß ich unnormal wertzuschätzen. Smash that Like-Button. Lasst ein Like da auf das Video. Lasst einen Kommentar da. Und schreibt mir eure Meinung zu der DMR. Schreibt mir was selbst in die Kommentare. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns im nächsten Video und im nächsten Stream. Besser gesagt, gleich noch mit dem Loadout. Und ich würde sagen, wir starten ins Gameplay. Let's go! Wow, 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 wow! Guck mal, die zeigt nicht mal Shieldbreak an. Einfach oldschool DMR14. Die zeigt nicht Shieldbreak an, Chat. So stark, dass sie nicht mal Shieldbreak anzeigt. Die ist ja das Zeichen, weißt du? Guck mal, wenn ich jetzt den Gegner hier anschieße. Ach, Bruder, ich wollte hier hoch. Guck mal, Shieldbreak-Zeichen, siehst du?
Solche Shitter, Digga, ich schwöre. Pushen zu dritt einen Mann auf Loadout. Einen Mann auf Loadout. Zu dritt pushen die. Kleine Hose, Scheiße, Bro. Seht ihr? Er war nicht Shieldbreak, er war einfach auf einmal White Light. Bohrladung noch von Almazra-Chat. Ja, ich hab vergessen umzustellen, Bro. Digga, diese Waffe ist insane, Bro. Bruder, ich sehe den Typen gar nicht. Wo bist du, Bro? Ihr Shitter, push nicht Daddy Deki, Digga. Was ist los mit euch? Versteht ihr mich nicht?
Digga, 30 left? Hört auf, Jungs. Hört auf, Jungs. Alles gut, lasst los. Was habe ich hier alles in meinem Inventar, Bro? Da hängt Sachen auf, die ich nicht brauche. Wie soll ich das auch sagen? Das fuckt doch nochmal ab, Bro. Der hebt immer Muni auf. Ich will aber Platten haben. Kann man das irgendwie einstellen? Diese Waffe. Ich habe keine Ammo mehr. Das ist jetzt scheiße. Ich werde mir eine Plattenbox. Zum Shop. Ich hoffe, da ist eine Munibox drin. Now I'm dead. Ach, scheiße mit Muni. Ach du heilige Makrele. Ach du heilige Makrele. Ach du heilige Makrele, Bruder. So, wie versprochen, kommen wir zum Loadout. Ich hoffe, ihr habt es gut erkennen können, dass die Waffe insane stark ist. Und ich habe die Waffe wie folgt gespielt. 14 Zoll Chroma LRS. Lauf. Das Gute ist bei dem Lauf, wir haben natürlich effektive Reichweite, Geschossgeschwindigkeit wird verbessert, das ist der längste Lauf sozusagen, aber wir haben da auch einen Schalldämpfer integriert, was sehr, sehr nice ist. Deswegen dieser Lauf, der verbessert am meisten die Präzision, die Reichweite, Schaden auf Distanz natürlich etc. Demo Cleanshot 40, also Tuning sieht so aus, natürlich alles auf Rückstoß und effektive Reichweite. Demo Cleanshot 40, auch für Rückstoß und so, auch Zielstabilität, Rückstoß natürlich, also wir wollen die Waffe meistens so bauen, dass sie wenig Rückstoß hat, die Kugeln schnell fliegen, weit fliegen und ja, dass die Bullet Velocity einfach so hoch wie möglich ist, deswegen spielen wir bei Munition auch Hochgeschwindigkeit, Tuning auch wieder auf effektive Reichweite, Geschossgeschwindigkeit, 30 Schuss Magazin, alternativ auf 50, habe ich nicht getestet, ich glaube mit 50 ist man langsam as fuck, deswegen 30 eigentlich genug und das Zielhilfe minus V4, wer hätte es gedacht, wie immer, das spielen wir auf ZV und auf nah. Ja, das ist der Loadout. Ich habe das Ganze mit der Lachmann MP gespielt. Hohlspitzmunition, Tuning sieht so aus. 40 Schussmagazin, alternativ kann man auch 50 spielen, wie ihr möchtet. VLK, LZR Laser, Tuning sieht so aus. Dann haben wir den Lachmann TCG Griff, Tuning sieht so aus. Dann haben wir den mehr Rückschussschaft für mehr Rückschuss. Es wird nicht langweilig, jedes Mal muss das sein. Nein, Spaß. Kein mehr Rückschuss, aber ja, der heißt einfach mehr Rückschuss. Also, ich hoffe, der Loadout hat euch gefallen. Testet den sehr, sehr gerne aus. Die MP5 auch noch immer sehr, sehr stark. Ich küsse eure Herzen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Stream, haut rein. Ciao.